sind live. Hallo, herzlich willkommen von der Aero Friedrichshafen am Aufbautag. Ich bin Thomas Borchert vom Fliegermagazin. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe bei mir auf unserem noch nicht ganz fertigen Messestand Isabella Sauer aus der Redaktion. Hallo Isabella. Hallo. Und Martin Schäfer, ebenfalls aus der Redaktion Fliegermagazin. Herzlich willkommen. Wir drei wollen hier am Aufbautag, geht die Messe ja richtig los, ein bisschen euch berichten, wie es hier so ist. Ihr seht drumherum, wird noch eifrig gebastelt. Man hört auch den Krach so ein bisschen. Gleich zu Anfang ein bisschen Verwaltungskram. Ich mache hier auch die Regie quasi, deswegen bin ich so unhöflich und gucke ab und zu nicht in die Kamera. Tut mir leid, ist leider so. Das ist das eine. Und das andere, ihr habt es vielleicht gelesen, wir werden unter allen, die heute live zuschauen und die einen Kommentar oder eine Frage abgeben, dieses wunderbare Airman Gin Paket verlosen. Das besteht aus diesen Gläsern und das ist auch schon für uns eingeschenkt. Wir werden also gleich mal auf die Messe anstoßen. Werden wir dieses Paket verlosen, das es übrigens auch als Fliegermagazin-Abo-Prämie jetzt gibt. Also wenn ihr mal das Fliegermagazin abonnieren wollt, dann könnt ihr das tun. Ich habe dazu auch einen Link. Wo ist er denn hier? Den da. Genau. Wenn ihr also das Fliegermagazin abonnieren wollt. Aber wenn ihr erstmal hier gewinnen wollt, dann ganz einfach bitte hier einen Kommentar hinterlassen in YouTube oder Facebook, wo immer ihr seid. Wo ihr gerade seid. Vielleicht habt ihr ja auch Fragen zur Messe. Vielleicht habt ihr auch Wünsche, was wir uns angucken sollen, worüber wir in den nächsten Tagen berichten sollen. Denn in den nächsten Tagen werden wir ja insgesamt 7-mal live gehen. Immer um 11 und um 17 Uhr, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Immer von verschiedenen Orten. Es gibt auch immer was zu gewinnen. Manchmal sogar richtig wertvolle Sachen. Das volle Programm gibt es unter dieser Internetadresse, die ihr jetzt da unten eingeblendet habt. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Isabella, du bist vor einem Jahr zum ersten Mal hier gewesen, an deinem ersten Arbeitstag bei uns. Und jetzt bist du zum zweiten Mal da. Wie erlebst du es diesmal? Ich bin auf jeden Fall schon beruhigter, wollte ich schon fast sagen, weil ich den einen oder anderen schon gesehen habe, den ich jetzt schon grüßen konnte. Das war beim letzten Mal nicht cool. So. Ja. Und vor allem kannte ich letztes Mal meine Kollegen tatsächlich, also euch auch noch gar nicht so gut. Ja. Jetzt weiß ich, wer überhaupt, mit wem bist du tun wer überhaupt zu meinem Team gehört. Ja. Gut, Martin ist ja jetzt auch neu dabei. Nein, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die Messe und sehe die jetzt auch nochmal mit ganz anderen Augen. Ja. Gibt es irgendwas Spezielles, was du dir angucken willst? Also ich habe mir auf den Zettel geschrieben, dass ich auf jeden Fall die Elektroflugzeuge einmal angucken möchte. Stichwort einmal Electra Trainer. Ja. Den haben wir gerade auf dem Titel. Genau. Also wenn ihr darüber mehr lesen wollt, aktuelles Heft. Und dann hatte ich auch zum Thema, also ich habe gehört, Rennflugzeug war doch auch ein Stichwort, UR1. Ja. Mal gucken, da gibt es einen Schweizer Hersteller, der daran arbeitet. Mal sehen. Ja, okay. Spannend. Martin, zu dir komme ich gleich erstmal. Der Ralf sagt gerade, sehr abgehakt bei ihm. Wir testen die Technik heute, ganz klar, und kann sein, dass das Internet jetzt gerade hier ein bisschen zicken macht. Mag sein, dass es langsam ist. Vielleicht mag noch jemand anders mal kommentieren. Der Ralf ist bei Facebook. Das hier ist sein Kommentar. Ich muss mal hier gerade zaubern. Das kommt weg, das kommt weg. Ne, den wollte ich lassen. Und den wollte ich wegmachen. So. Hallo? Ich bin zu blöd. Nee, da. Jetzt. Und jetzt habe ich es geschafft. Da ist er. Sonst noch jemand, der Empfangsprobleme hat, der mit dem Stream nicht klarkommt? Ich höre hier gerade im Off, sehe ich gerade, dass es nicht so gut zu sein scheint. Es tut mir leid. Wir versuchen mal ein bisschen zu drehen, aber so richtig weiß ich nicht, wie wir es tun sollen. Martin. Hier. Genau. Bei der Arbeit. Ja, und zwar noch gar nicht so lange, oder? Seit 15. Februar. Seit 15. Februar bist du bei uns in der Redaktion. Erzähl mal ein bisschen, du bist Pilot, arbeitest gerade an deinem Instrument Rating, hast aber schon eine ganze Menge Stunden zusammengeflogen, glaube ich. Also du weißt, wovon du redest. Bin gerne in Nordamerika unterwegs gewesen, habe auch da meine Erfahrungen gemacht, auf Küste zu Küste. Also ein alter FAA-Pilot seit 1992, aber wollte immer über das Fliegen schreiben. So ein bisschen meine aviatische Karriere dann in diese Richtung gelenkt und bin froh, bei euch zu sein. Danke, gleichfalls. Ja. Ist es denn deine erste Aero? Das ist jetzt meine 7. Aero, aber es ist meine 1. Aero, wo aktiv am Aufbau geholfen wird, wo ja. Man also Kisten schleppen muss, wo man noch richtig anpacken muss.
Und ich habe sie früher als Besucher schätzen und lieben gelernt. Ich war immer gerne am Bodensee. Das ist ja dann doch immer für uns Privatpiloten im Single-Engine-Bereich die Messe, die dann auch in Deutschland greift. Klar. Für die Jets wäre es natürlich wieder die E-Base, die ist im Mai, aber das ist die Stufe dann schon wieder, das ist dann schon wieder die Pumperklasse. Wird sich nicht jeder leisten können. Genau. Ja. Und deshalb finde ich das immer ganz gut. Das ist so eine kleine Community hier unten am Bodensee und das macht Spaß. Ja. Ja. Ich höre jetzt gerade auch noch von Markus, dass das offenbar Übertragungsprobleme gibt mit einem nicht ganz unzutreffenden Kommentar. Es tut mir echt leid. Kann ich nur um Entschuldigung bitten. Da müssen wir uns bis morgen noch ein bisschen was einfallen lassen und das nochmal näher analysieren. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie hin. Mal schauen, ob ich hier noch was drehen kann. Aber erstmal nochmal zu dir, gibt es bei dir irgendwas, was du dir unbedingt angucken möchtest? Ich bin ja so ein bisschen Richtung Business Aviation unterwegs, da komme ich auch her, das will ich mir genauer detailliert angucken. Dann aber auch im Single-Engine-Bereich, die Piper hat ein Sondermodell hier stehen, das interessiert mich, was haben sie gemacht? Haben sie mal was Neues gemacht und wenn ja, was? Oder haben sie es nur neu lackiert? Ja. Also das sind so die Fragen, die ich mir dann stelle. Mhm. Also JMB Aircraft mit dem neuen VL3, ja. Turbo-Geschichten. Ja. Da haben wir was richtig Spannendes gesehen, hier direkt nebenan. Da habe ich eben schon ins Mockup gegrinst und habe mir das mal kurz angeguckt. Ja, wir haben nämlich Robin Aircraft direkt neben uns am Stand und die haben hier tatsächlich eine DR-401 stehen, also dieses klassische Holzflugzeug, dessen Design ja schon eine ganze Weile alt ist. Und die haben da diese Turbotech, französische Turbotech-Turbine dran geschlanscht. Die gibt es also jetzt als Turboprop. Ja, so das ist ja das Mockup. Und die brauchen ja jetzt noch ein bisschen. Aber was mich da so, der Sex-Appeal, den ich da schon wieder gefunden habe, die 28 Liter und dann auch Sustainable Alternate Fuel. Also die sind auch jetzt schon in dem ganzen Bereich etwas weiter. Und man merkt so, dass die Hersteller auch auf dieses Thema Sustainable Alternate Fuel gehen. Und das ist gut. Und das wird auch uns dann später auch wieder gutieren. Ja. Und die Turbotech-Turbine, wir werden uns natürlich auch bei JMB angucken, kennzeichnet sich ja dadurch, dass sie auch in niedrigen Flughöhen, die hat so ein Abgasrückführungssystem, wir haben es im Heft mal näher beschrieben, dass die halt auch in niedrigen Höhen einigermaßen vernünftige Verbräuche hat. Turbinen sind ja sonst erst in großer Höhe effizient. Ich bin gespannt, was die Tschechen uns mitgebracht haben und ich bin gespannt, was sie über die Turboversion zu berichten haben. Ich auch. Ja, das wird sehr spannend. So, der Stefan sagt, in der Verzögerung schauen, dann geht's. Das freut mich zu hören. Der Thomas hingegen sagt, ja, auch mit Störungen. Aber danke, Stefan, das macht mir etwas Mut. Ich wollte noch mal kurz auf den Hintergrund eingehen, denn das ist unser Standflugzeug in diesem Jahr. Ein Platzer Kiebitz, also ein ultraleichter Doppeldecker, an dessen Cowling steht Hanomag. Und Hanomag hat tatsächlich mal nicht nur Trecker gebaut, sondern im Zweiten Weltkrieg ein paar wenige Flugmotoren. Der Besitzer des Kiebitz hat sich den Gag geleistet, das also mit Hanomag zu beschriften, als es noch ein Nissan-Motor war, jetzt ist ein Rotax drin. Das Ding finde ich sehr spannend bei uns am Stand. Was ich noch wirklich sehr spannend finde, steht genau am anderen Ende hinter der Kamera, nämlich von Red Aircraft, dieser 12-Zylinder-Diesel, der hat vorne einen Elektromotor dran und soll als Hybridantriebsstrang Elektrodiesel dann in der Cessna Caravan, glaube ich, ne? Amper heißt die Firma, die das umsetzt mit diesem in Deutschland gebauten Flugdiesel, Red Aircraft. Spannend. Wisst ihr schon, was ihr gleich morgen früh macht? Isa, weißt du schon? Ich habe morgen Pressekonferenz. Oh, Entschuldigung. Ach so. Ich werde auf jeden Fall mal bei der Luftsportgemeinschaft Hans Klemm vorbeischauen. Die haben wir jetzt ja über ein Jahr haben wir das Projekt begleitet. Die haben eine Klemm 107 restauriert. Die haben ja vergangenes Jahr die Oratex-Bespannung gewonnen bei uns oder bei Lanitz Aviation. Und da schaue ich mal vorbei und bringe da mal eine Erfahrung, ob die hier hingeflogen sind. Ja. Oder wie sie es geschafft haben, hier zur Messe hinzukommen mit dem Flugzeug. Und das machen wir ja dieses Jahr wieder mit Lanitz zusammen, dass wir am Freitag um 16 Uhr, glaube ich, präsentieren wir, wen die Jury ausgewählt hat, der in diesem Jahr die Bespannung von Lanitz spendiert bekommt. Diese Oratex-Bespannung ist ja sehr innovativ, weil sie sehr einfach aufzubringen ist. Hast du ja auch beschrieben im Heft. Ne? Genau, richtig. Ja, genau. Gleich läuft ein Herr ins Bild, den wir alle kennen. Nee, er traut sich doch nicht. Doch, da hinten ist er. Das ist Klaus-Jürgen Schwan vom Flugplatz Schönhagen.
Ja, also... ja, also das und jetzt ich höre ich hervorragende Nachrichten von Christian, der sagt, über YouTube ist es gut. Das freut ist ja mich schon sehr. Mal was. Wie ist denn das mit euch? Habt ihr Fragen? Habt ihr Sachen, die euch besonders interessieren, die wir uns angucken sollen, über die wir die nächsten Tage dann mal sprechen sollen im Livestream? Lasst uns das doch bitte in den Kommentaren wissen. Kann einen Moment dauern, bis bei uns ankommt, aber das wäre schon super. Jetzt fährt hier gerade einer durch die Halle, super. Wir sind immer noch im Aufbau. Ja, ist so. Ja. Hier ist auch richtig Action schon, also es ist ein cooler Mix. Ich finde, wir sollten die Gelegenheit nutzen, dass es gerade Lärm ist und was trinken. Genau. Ja, also wir trinken jetzt einfach vor euren Augen. Was sagtest du, Mutti, ich trinke nicht, das ist nur ein Prop? Also, genau. Liebe Familie, ich trinke nicht, das ist Deko. Ja, genau. Glaub kein Mensch. Genau. Also, zum Wohl auf eine schöne Messe. Genau. Auf eine schöne Messe. Cheers. Cheers. Und auf den Gewinner, der gleich diesen Gin auch noch bekommt. Der übrigens einen eigenen Stand hat, Airman Gin. Die Jungs aus Egelsbach sind in derselben Halle, da hinten in der Ecke. Wenn ihr zur Messe kommt, meldet euch gerne bei uns. Kommt mal vorbei. Wir haben einen Kaffee, wir haben keinen Gin. Also für uns schon, für euch, da müsst ihr noch nebenan. Aber wir haben diese Special zur Messe ja rausgebracht. Entschuldige, dass ich alles durcheinander schmeiße. Und da ist tatsächlich ein Gutschein drin, 2 for 1. Also wenn ihr euch das Ding bei uns abholt, dann könnt ihr gleich nebenan einen von 2 Gins umsonst kriegen. Kostenlos. Ja. Was haben wir noch über die Messe zu sagen? Newsletter? Ja, Newsletter, gute Idee. Wir haben einen täglichen Newsletter. Der erste ist gerade vorhin rausgegangen, glaube ich. Genau, heute Mittag ist der erste Messe-Newsletter erschienen. Und morgen machen wir dann, setzen wir einmal aus, weil wir Neuheiten für euch einsammeln halt auf der Messe. Und dann, glaube ich, Donnerstag, Freitag, Samstag. Nochmal volles Programm. Ja, ganz genau. Viel Inhalt. Und den Newsletter könnt ihr natürlich abonnieren auf unserer Website. Ich gucke gerade, ob ich den Link habe, habe ich aber nicht. Fliegermagazin.de ist eigentlich nicht zu übersehen. Genau. Hier aber nochmal Ding fürs Programm. Das ist also tatsächlich unser Messeprogramm. Wir haben morgen zum Beispiel auch eine Podiumsdiskussion um 14 Uhr zum Thema Afgas, die ich moderieren darf. Da geht es um einerseits darum, Afgas bleifrei zu machen und zum anderen dann eben auch irgendwann mal CO2-neutral. Sehr, sehr spannend. Wir haben den Tim Röhl von GAMI aus den USA da, der ja in den USA bereits eine STC für ein bleifreies Afgas hat. Mal sehen, wann er das hier nach Europa holen möchte. Jetzt habe ich lange keine Kommentare mehr bekommen. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Doch, da kommt einer. Genau, der Thomas. Warte mal kurz, ich muss ihn mal einblenden. Da ist er. Der Thomas, dem geht es um Antikollisionssysteme, auch ein Thema einer Podiumsdiskussion, an der ich teilnehme, und die ist, ich glaube, Moment. Die ist morgen, ja, ich glaube, die ist am Donnerstag und am Samstag machen wir sie nochmal, kann das sein? Wenn ich schnell lesen könnte, aber ja. Ich suche nochmal. Genau, das macht der Herbert Goldbach von Eisenschmidt, und da bin ich mit auf dem Podium. Da geht es um Kollisionswarnungen. Und außerdem machen wir um 17 Uhr am Freitag einen Livestream von SafeSky. Ich weiß nicht, ob jemand die App kennt, die sich auch um Kollisionswarnung dreht. Und auch da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also wenn ihr mögt, gerne wieder einschalten. Gut, jetzt sind wir so bei einer Viertelstunde. Das hatten wir uns als Minimum vorgenommen. Wenn ihr noch Fragen habt, postet sie gern. Ansonsten würden wir so ganz allmählich anfangen, mal einen Gewinner zu ziehen aus den Kommentaren, die da sind. Ich sehe die hier alle gemischt von YouTube und Facebook, tatsächlich einigermaßen gleich. Und dann schauen wir mal, wem wir da Gutes tun können mit diesen Ginnen. Wer immer gut gleich gewinnt, genau, der ist nämlich auch noch gut. Und er ist, das sollte man vielleicht auch einmal sagen, aber vorher sage ich, wozu diese E-Mail-Adresse gut ist. Wer immer gleich gewinnt, bitte einmal noch einen Kommentar loslassen, damit wir wissen, dass ihr noch da seid. Und dann
bitte an diese E-Mail-Adresse euch einmal melden und dann können wir euch kontaktieren und Postadresse abfragen und so weiter und euch den Gewinn zukommen lassen. Witzig an diesem Gin ist nämlich nicht nur, dass er schmeckt, sondern dass auf der Flasche auch so eine Instrumentenkarte, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber wir haben ein Video gedreht und das spiele ich jetzt mal kurz ein nebenbei. Genau, da ist es. Also auf der Flasche quasi eingraviert ist eine Instrumentenanflugkarte, teils mit echten, wahren Instrumenten, Wegpunkten und teils mit erfundenen. Es gibt zum Beispiel einen, der heißt, glaube ich, Matze, weil einer der Macher des Gins halt Matze heißt. Ist, finde ich, sehr, sehr cool. Also einem Piloten macht man mit dem Gin wirklich Freude. Ja, gut, hier sind neue Kommentare. Der Junior 05 Flieger kommt morgen vorbei, das freut uns sehr, sagt bitte Bescheid. Genau. Ja, gut, ich glaube, dann sind wir soweit, oder? Ja, haben wir noch was? Ja, ich hau rein. Genau, ja. Und zwar, genau, ich bin ja gerade Flugschülerin. Ja, genau. Das wissen ja wahrscheinlich schon einige von euch. Und ich wollte nochmal loswerden, dass ich mich sehr freuen würde, wenn der eine oder andere Flugschüler vorbeischaut bei uns am Stand und ich mich dann schon mal ein bisschen austauschen kann. Ich stehe ja noch am Anfang, aber ja, vielleicht kann der ein oder andere mir dann auch ein paar Tipps geben beim Thema Lernen oder wie auch immer und wir uns einfach austauschen. Und tatsächlich auch das könnt ihr bei uns online und im Heft verfolgen. Isabella lernt fliegen, heißt das Projekt. Genau. Haben wir schon richtig mit losgelegt. Ich glaube, hier auf der Messe hast du auch ein bisschen was vor, noch dazu zu lernen. Auf jeden Fall. Ja, also konkret auch tatsächlich über Produkte, denn die gibt es hier ja nun wirklich reichlich. Gut. Der Heribert stellt eine gute Frage, die hier ausgestellten Antriebe. Und jetzt kommen auch Fragen, das freut mich außerordentlich. Also, erstmal der Heribert. Die ausgestellten Antriebe. Also bei uns auf der Engine Area, wie gesagt, dieses Red Aircraft Hybridsystem, das interessiert mich wirklich sehr. Ich glaube, dass wir dieser Turbine von Turbotech begegnen werden. Auf der Messe, eben zum Beispiel bei VL3. Letztes Jahr war sie auch bei Bristel, glaube ich, zu sehen. Und heute eben, also haben wir sie bei Robin entdeckt. Spannend. Mhm. Und dann, klar, die große Antriebsnews dieser Messe ist der Rotax 916. Ja. Habt ihr vielleicht schon gehört. Der Rotax 916, nochmal das Format der 912er-Familie, aber eben mit noch mehr Power, zumindest kurzzeitig während des Starts. 160 PS, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das gucken wir uns morgen näher an, auf jeden Fall, denn damit wird sicherlich im UL-Bereich und sonst wo noch ein bisschen was gehen. Das halte ich für sehr, sehr spannend. Ansonsten haben wir hier auf der Messe, das ist auch interessant, ihr erinnert euch vielleicht noch an den SMA-Flugdiesel aus Frankreich, der seit Jahren schon zertifiziert ist in der Cessna 182. Der lebt jetzt wieder so ein bisschen auf, denn Röder, der Wartungsbetrieb, den man ja eigentlich aus Egelsbach kennt, da gibt es eine Röder Group, eine übergeordnete Firma, und die hat diesen Motor mit übernommen und will ihn jetzt vermarkten, steht auch hier in der Engine Area. Ja, das fällt mir zum Thema Antriebe ein, und dann fragt Metal Wings nach der 120 Kilo Klasse. Da müsste ich mich ehrlich gesagt schlau machen. Da bin ich jetzt nicht so im Thema. Wir haben hier einige kleine leichte Motoren von Hirth zum Beispiel auf der Engine Area, aber da würde ich sagen, muss ich leider sagen, kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, muss ich mich reinfummeln. Machen wir aber. Nehmen wir als Auftrag mit sozusagen. Genau. Gut, dann kommen wir so allmählich zum Ende. Nochmal die Mailadresse, unter der sich bitte der Gewinner, den ich jetzt gleich hier ausdaddel mit einem Zufallsgenerator, unter dem sich der bitte dann meldet. So, und dann fange ich mal hier an, ein paar Knöpfe zu drücken. Entschuldigt, dass ich nicht gucke. Und wo ist er? Da ist er. Stefan. Stefan sagt, anwesend und bereit, das hat geholfen. Stefan, herzlichen Glückwunsch, dies sei dein. Und bitte melde dich unter der, wenn du jetzt noch mal kurz einen Kommentar lassen könntest, dass wir wissen, dass du da bist, das wäre super. Und dann melde dich bitte unter dieser E-Mail-Adresse, die auf magische Weise schon wieder verschwunden ist. Da ist sie.
bitte einfach da eine Mail hinschreiben und dann kontaktieren wir dich, dass wir dir das schicken können. Und da hat er sich auch schon gemeldet. Alles klar, wir sind in Kontakt. Wunderbar. Viel Spaß damit. Viel Spaß, genau. Christian stellt noch eine Frage und zwar, falscher Knopf, so, diese hier. Safety, ja. Genau, mich würde interessieren, was das facettenreiche Thema Safety für die Flugschülerin Isabella bedeutet. Ja, gute Frage. Ich glaube, das können wir mitnehmen und im Laufe der nächsten, also im Laufe deines Schülerwerdungsganges dann einfach Safety ein bisschen beleuchten, welche Rolle das spielt. Auf jeden Fall, ja. Würde mich auch interessieren tatsächlich, wie Fluglehrer das heutzutage verkaufen. Da haben sich die Fokusse, ich glaube, seit du und ich unseren Schein gemacht haben, ja doch schon ein bisschen verschoben, mehr in Richtung Safety und auch andere Schwerpunkte und so. Ja. Spannende Frage. Super Idee, Christian. Ja, vielen Dank. Prima Idee. Gut. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Wir hoffen, dass wir euch morgen wiedersehen um 11 Uhr. Dann hoffentlich mit einer stabileren Verbindung. Naja. Wir werden dran arbeiten. Erstmal danke. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Abend und hoffentlich auf die nächsten Tage auf der Messe oder im Livestream oder über Newsletter. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ciao.